Hallo Leute, heute ich vorstelle euch der Schweiz. Der Schweiz hat 8.544.527 Einwohner. Die Amtssprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. Die Bevölkerungsdichte ist von 207 Einwohner pro Quadratkilometer. Der Schweiz ist eine Eidgenossenschaft. Die Hauptstadt von der Schweiz ist Bern. Der Schweiz hat 26 Kantone. Diesen Kantonen stellt eine Kantoneneidgenossenschaft auf. Die schweizerische Politik ist schwerer als deutsche Politik. Sie ist dreigeteilt. Der Bundesrat führt die Regierung und der Staat. Es gibt 7 Rat. Der Präsident der Eidgenossenschaft führt die Regierung als Primus inter pares. Es wird jedes Jahr von einem der Mitglieder des Bundesrates gewechselt. Heute ist Guy Parmelin auf dem Revier. Der Kanzler der Eidgenossenschaft ist der Chef des Schweizerischen Bundeskanzleramtes. Es ist wie die 8. Bundesrat. Heute ist Walter Thürnherr auf dem Revier. Um in der Schweiz zu reisen, können wir die Flugzeuge zunehmen mit der Fluggesellschaft Swiss International Airlines. Aber die Schweizer nehmen die Bahnen mit die Schweizerische Bundesbahnen und ihrem TGV, einem Hochgeschwindigkeitszuglinie. Das schweizerische Leitwort ist auf Latein Unus pro omnibus, omnes pro uno. Und auf Deutsch, dieses Leitwort bedeutet einer für alle, alle für einer. Die schweizerische Nationalhymne heißt Schweizer Psalm. Die Wappen der Schweiz bildet eine weiße Kreuz über einen roten Hintergrund an, wie die Flagge.